8 Milliarden. 8 Milliarden Menschen auf dieser Welt und keiner gleich dem anderen. Wir sind alle unterschiedlich. Wir sehen alle anders aus und wir haben alle einen anderen Charakter. Aber wir haben eine Sache gemeinsam. Wir sind alle Menschen. Eine Vielfalt an Menschen. Liebes Publikum, sehr geehrte Damen und Herren, ich möchte Ihnen eine Frage stellen. Wie würde unsere Welt aussehen, wenn wir alle gleich wären, wenn wir keine Vielfalt an Menschen hätten? Mein Name ist Stephanie Bicciacci, ich bin 14 Jahre alt, besuche derzeit die MyGäste Business Academy und möchte Ihnen heute diese Frage beantworten. Hepimiz insan olmamıza rağmen bazı insanlar hayatlarının çeşitli sebeplerden dolayı diğerlerinden daha değerli olduğunu düşünür. Onlara örneğin farklı ten renkleri, etnik gruplar veya cinsellikler nedeniyle başkalarının yaşamlarına daha az verme hakkını veren şey nedir? Irkçılık, homofobi, transfobi, antifeminizm. Aber wie entstehen solche Feindlichkeiten wie Rassismus, Homophobie, Transphobie oder Antifeminismus überhaupt? Haben wir von Geburt an eine Abneigung gegenüber Menschen, die uns nicht gleichen? Eben nicht. Das Umfeld und die Gesellschaft, in der wir aufwachsen, prägen uns. Jedoch liegt es an uns alleine, ob wir das, was sie uns beibringen, widerstandslos akzeptieren oder versuchen, unser eigenes Weltbild zu bilden. Das ideale Weltbild. Wie stellen sich manche Menschen unsere Welt eigentlich vor? Theoretisch leben dort nur weiße, heterosexuelle Männer. Ob unsere Welt so funktionieren würde? Ich denke, ich muss Ihnen nicht erklären, dass diese Welt so nicht funktionieren kann. Was haben weiße Menschen, was schwarze Menschen nicht haben? Was haben heterosexuelle Menschen, was homosexuelle Menschen nicht haben? Viele Fragen und eine Antwort. Alle Menschen sind gleich. Keiner hat etwas, was ihn besser oder schlechter macht als den anderen. Farklı görüş ve fikirlere sahip olan farklı insanlar olmasaydı, insanlık asla şu anda olduğu yerde olamazdı. Yani çeşitliliğin olmadığı bir dünya asla bizi daha güçlü yapamaz. Alle Leute, die Angst vor dem Anderssein haben, sollten sich zumindest trauen, jedem eine einzige Chance zu geben. Vielleicht kennen Sie ja die Redewendung, jeder verdient eine zweite Chance. Während andere Menschen eine zweite Chance bekommen, bekommen andere nicht mal eine einzige. Birine tek bir şans bile vermemek adil mi? Sanırım hepimiz bunun adil olmadığını biliyoruz. Ama dünyanın her yerinde milyonlarca insana bir şans bile tanınmıyor. I have a dream. Martin Luther King, August 1993. Mit diesen Worten ist Martin Luther King in die Weltgeschichte eingegangen. Er berührte Millionen von Menschen mit seinen Vorstellungen, dass weiße und schwarze Menschen gleichgestellt werden. Ist es nach 60 Jahren immer noch ein Traum? Ist es nach 60 Jahren noch immer die Realität, dass schwarze Menschen aufgrund von ihrer Hautfarbe getötet werden? Ist es nach 60 Jahren immer noch so, dass schwarze Menschen keine Akzeptanz in unserer Gesellschaft finden? Es wäre ein Traum, all diese Fragen mit einem klaren, eindeutigen Nein beantworten zu können. Aber in der Realität ist dem nicht so. Ancak Martin Luther King'in çalışması tamamen unutulmadı. Farklı ten rengindeki insanlar için, eşit haklar için çalışan birçok örgüt ve protesto hala var. Black Lives Matter protestoları yüz binlerce insanı sokaklara dökerek onları haklarını savunmaya teşvik etti. Proteste gab es jedoch nicht nur für die Gleichberechtigung von schwarzen und weißen Menschen. LGBTQ-Community. Herkes tarafından tanınıyor ve birçok ülkede protesto oluşturan bir organizasyondur. İstediğiniz insanı sevebilmek belki de bizim için kolay ve mümkün. Ama bazı insanlar bunun yüzünden öldürülüyor. Homosexualität ist die Liebe zwischen zwei Männern oder zwei Frauen. Der Begriff Homosexualität wurde jedoch erst in der Mitte des 19. Jahrhunderts eingeführt. Jedoch war es früher bzw. heute in vielen Ländern noch immer so, dass es als ein Verbrechen, als illegal oder sogar als Krankheit bezeichnet wird. Aber gleichgeschlechtliche Liebe gab es schon immer. Sevmek nasıl bir hastalık olabilir? İnsan doğası nasıl bir günah olabilir? 70 yıl önce eşcinseller öldürülüyordu. Zulüm gördüler, işkence gördüler. Bunlar hala dünyanın birçok yerinde yaşanmıyor olsaydı, ne güzel bir toplumda, ne güzel bir dünyada yaşıyor olacaktık. Görünüşe göre bazı insanlar hala Nazi döneminde gibi düşünüyor. Bir kadın ve bir erkek el ele tutuşunca
Cholke de hitpiche denilmeyecek. Fakat iki erkek ve iki kadın el ele tutuşunca onlara hakaretler yağdırılır ve bazı ülkelerde ceza bile verebilirler. Aber was genau stört diese Menschen an dem Bild? An dem Bild eines händchenhaltenden Paares? An dem Bild der Liebe? Schaden homosexuelle Menschen dadurch heterosexuellen Menschen? Dasselbe gilt für verschiedene Hautfarben. Schadet die Hautfarbe einer schwarzen Person, einer weißen Person? Nein. Aber trotzdem haben viele Menschen etwas dagegen. Wollen wir so weitermachen? Wollen wir so weitermachen und noch immer Gesellschaftsgruppen haben, die eine Minderheit bilden und ausgeschlossen werden? Wollen wir so weitermachen und teilweise wie in der Nazizeit denken? Meine Damen und Herren, wir brauchen eine Vielfalt an Menschen. Denn genau diese Vielfalt macht uns zu der Menschheit, die wir sind, beziehungsweise die, die wir sein könnten, unsere Traumgesellschaft. Und ich möchte den nicht gehörten Menschen da draußen Mut machen, indem ich sage, dass Vielfalt uns stärker macht.